Hallo meine Lieben, Fabi hier. Und ob diese Morcheln noch essbar sind und was ich sonst alles im Wald finden werde, das seht ihr gleich nach dem Intro. Also, let's go! Wenn ich schon nicht wirklich was finde, dann immerhin ein paar Judasohren. Nämlich auf dem Baumstamm, wo ich gerade oben sitze. Ich muss sagen, ich habe zu Hause eben getrocknete Judasohren. Und ja, wenn ich jetzt ein paar finde und ein paar große rausnehme, die kleinen müssen nicht sein, dann lege ich die dann einfach kurz zu Hause hin zum Trocknen und tue die zum Vorrat dazu. Ja, ich freue mich immer, wenn ich da was zu Hause habe. Und bei den asiatischen Gerichten, wie ich ja schon oft erwähnt habe, ist das wirklich Wahnsinn für mich von der Konsistenz etc. Also, schaut euch auch noch im Frühling, im Sommer, wann auch immer, die Baumstämme an, meine Lieben. Nachdem ich gerade meine Erfolgschancen eher an den Baumstämmen gewittert habe, habe ich da gerade weitergeschaut, weil ja, da liegt einiges an Totholz und ja, noch mehr Judasohren, also ich schaue da noch ein bisschen. Das sollten Wabenporlings sein. Ich tue noch jetzt eine Spur vom Hut abbrechen, dass wir es noch näher sehen. Und ich muss sagen, es riecht gerade sowas von nach Bärlauch hier. Ja, ist wieder mal alles voll. Ich probiere möglichst auf so kleinen Trampelpfaden zu bleiben von irgendwelchen Tieren oder vielleicht anderen Morchelsuchern, das kann ich nicht näher sagen. Und nämlich im Dickicht hat man wenig Chancen. Aber noch zurück zu diesem Wabenporling. Und dann sehen wir uns später wieder. Ja, jetzt habe ich was anderes gefunden, nämlich hier. Ich habe mir gedacht, dass das ein gemeiner Glimmertintling sein kann. Ja, weiter weiß ich jetzt nicht. Das ist eine Idee. Vielleicht könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr das halbwegs erkennen könnt, jetzt mit der kleinen Videosequenz. Was meistens nicht sehr einfach ist natürlich, aber man kann ja Ideen immer abgeben. Ich weiß eben persönlich nicht. Bleibt auf alle Fälle jetzt da stehen und ich gehe weiter in den Wald. So, meine Lieben, ich bin jetzt baff. Schaut mal hinten. Ich habe ja eigentlich das Stativ hinten, ich habe die große Kamera, aber ich filme die ganze Zeit mit dem Handy, weil ich bis jetzt nichts gefunden habe und die Motivation nicht zu groß war. Aber jetzt habe ich was gefunden, jetzt werde ich die Kamera mal auspacken und werden uns das mal anschauen. Ich freue mich schon. So, meine Lieben, ich habe jetzt die Kamera aufgebaut. Das Handy war jetzt übrigens auch leer, also hat sich perfekt ergeben. Und wie ihr seht, eine Speisemorchel. Das heißt, es war nicht ohne Grund die ganze Aufregung von mir. Ich bin jetzt da in der Gegend ein bisschen abgegangen. Ich habe schon das meiste auf den ersten Blick gesehen, aber zwei noch zusätzlich. Jetzt könnt ihr raten, wie viel ich gesamt gefunden habe. Ja, 9 Stück, 9 Speisemorcheln. Das einzige Manko an dem Ganzen ist, dass einige schon, ja leider, zu alt sind. Die hier, ich glaube, die geht. Die hat fast keine braune Stelle und auch keinen Schimmel. Ist zwar sehr groß, was ja sehr positiv ist, aber direkt neben mir, das seht ihr gleich nicht, aber ich kann es einblenden, ist eine ganz alte. Also Finger weg. Wenn ihr braune Stellen habt,
Also, wenn es eine kleine ist oder zwei, okay, aber wenn es schon überall bräunlich ist, Finger weg. Und wenn Schimmel ist, sowieso Finger weg. Also, ja, über das Ganze könnte ich euch jetzt viel erzählen in Bezug auf gesundheitlicher Sicht und Schimmel auf den Morcheln, aber das lasse ich mal weg. Ich glaube, den Hausverstand sollten wir ja alle haben. So, wieso liege ich da? Ja, weil ich gerade so glücklich bin und das schöne Porträt direkt mit der Morchel haben will. Ich werde jetzt dann noch das noch einmal genauer anschauen. Ich glaube eben zwei oder drei, ist nicht ganz sicher. Kann ich pflücken, das werde ich analysieren, weil die anderen bleiben auf alle Fälle stehen zum Aussporen. Das bringt ja nichts, dass ich die mit nach Hause nehme und dann haue ich sie erst wieder weg. Sie sollen da in der Natur bleiben. Hier haben sie es schön, hier passen sie hin. Und jetzt noch zurück, wieso ich die gefunden habe. Ich war da hinten am Weg und habe hier zwei Eschen aus dem Gestrüpp emporragen sehen. Es sind zwei junge Eschen, aber sie waren groß genug, dass ich sie erkannt habe. Was sehr positiv war für mich, bin ich dahergegangen und dann habe ich sie eigentlich direkt auf den ersten Blick gesehen. Also ich habe mich sehr gefreut, wirklich sehr gefreut. Ich war ja vorhin in einem anderen Waldabschnitt und ich war jetzt in dem Waldabschnitt noch nicht allzu lange unterwegs. Das heißt, ich werde jetzt auch noch ein bisschen weiter schauen. Vielleicht habe ich auch Glück, schauen wir mal. Aber das mit der Esche sagt mir wieder, auf das muss ich Acht geben. Es ist ja nicht so, dass die Morcheln jetzt nur in der Nähe der Eschen wachsen, aber die Esche ist doch einer der größten Morchelanzeiger. Genug zu dem, ich werde jetzt schauen und wenn ich welche pflück, dann werde ich noch ein kleineres, genaueres Porträt darüber machen und werde es euch gleich zeigen. So, ich habe mir das jetzt noch einmal genau angeschaut und wie ihr seht, ich habe eine gepflückt, habe die halbiert und die anderen sind jetzt dort geblieben und bei der, die war von der Oberfläche her noch aus meiner Sicht okay, nur wie ich sie angeschnitten habe, ja, habe ich innen gesehen, so wie man es von Steinpilzen oft kennt, dass sie so richtig madig durchzogen sind von der Struktur. Das heißt, die werde ich jetzt auch da lassen und werde dann noch weiter schauen. Es war ja so, dass ich schätze so vor knapp eineinhalb Wochen, das heißt kurze Zeit nach den starken Regenfällen, vermutlich eine sehr gute Zeit war zum Suchen und zum Finden, wo ich eben auch die ganzen Käppchenmorcheln gefunden habe. Nur da war ich auf den falschen Plätzen für die Speisemorcheln. Jetzt bin ich am richtigen Platz. Jetzt weiß ich das einmal, den Platz werde ich mir auch merken, werde da jetzt noch weiter schauen. Bin jetzt auch nicht extrem traurig, schon ein bisschen. Ich hätte mich einfach gefreut, ein paar Morcheln zu essen. Und ja, über den Geschmack muss ich euch nicht viel erzählen. Die Speisemorchel ist ja einer der begehrtesten Speisepilze. Ich glaube, die Spitzmorchel wird teilweise noch teurer gehandelt vom Kilopreis her, was jetzt dahingehend auch wichtig ist bei der Speisemorchel, das Morchella-Syndrom. Ich empfehle euch, diese Pilze, also sei es jetzt die Spitzmorchel, die Speisemorchel, eine Käppchenmorchel, sehr gut abkochen, 20 Minuten oder mehr. Am besten schön in der Pfanne braten und dann noch ein bisschen Flüssigkeit dazu, dann schön 20 Minuten durchgaren und dann halt noch fertig zubereiten. Ich habe eh letztens bei den Käppchenmorcheln ein Rezept gemacht für eine Pastasauce. Ah, die riechen trotzdem noch herrlich. Schade, wie schade. Aber vielleicht finde ich trotzdem noch was. Ja, jetzt denke ich schon zu sehr ans Essen. Ich höre mal auf mit den Gedanken und schaue jetzt weiter. Hat mich trotzdem voll gefreut, der Fund. Also meine Lieben, hier in dieser wunderschönen Kulisse werde ich jetzt das Video beenden. Es war eine tolle Tour, auch wenn es leider keine frischen Speisemorcheln gab, haben wir trotzdem einige große Exemplare gefunden, was mich sehr gefreut hat. Die Stelle
werde ich mir merken für das nächste Mal oder auch sei es für das nächste Jahr. Und die Judasohren wandern mit. Also ein bisschen was für die Küche gibt es trotzdem. Ich freue mich jetzt. Jetzt geht es am Heimweg. Ja, es ist Sonntag. Ich werde jetzt noch einen guten Sonntag haben. Ich hoffe, ihr auch. Macht es gut. Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und das Video liken. Ich würde mich sehr freuen, auch über eure Kommentare wieder mal. Macht es gut von dem her und wir sehen uns im nächsten Video.